Ja, also ich bin der Lauin, bin 23 Jahre alt und bin einer der Gründer von Sono Motors. Habe schon mehrere Unternehmen vor Sono Motors gegründet gehabt. Mein erstes Unternehmen mit 17 zusammen mit meinen Brüdern zusammen. Und das letzte Unternehmen vor Sono auch mit Jona zusammen. Bin also schon des Öfteren unternehmerisch tätig gewesen. Ja, was kann man sonst sagen? Wir arbeiten seit 5 Jahren an dem Projekt, geben da wirklich alles rein und tagtäglich buttern wir da rein. Und ist unglaublich zu sehen, was rausgekommen ist. Und ja, bin gespannt, was die nächsten 2 Jahre mit sich bringen. Jetzt mitten in der Serienentwicklung ist natürlich unglaublich viel, macht aber richtig, richtig Spaß. Wir haben uns damals die Frage gestellt, was können wir tun, um den größtmöglichen Impact zu haben auf die Umwelt und auf unsere Ressourcen? Wie können wir wirklich was verändern, was selber in die Hand nehmen? Und kamen schnell auf dieses Thema Erdöl. Weil wenn man sich mal umschaut, von welchen Ressourcen sind wir besonders abhängig, ist definitiv Erdöl einer der wichtigsten Ressourcen für uns. Und nicht nur im Mobilitätsbereich, sondern eben, und das ist gerade das Interessante, auch eben im gesamten Plastikbereich, also was nicht alles, Telefone, ja, Handys würden nicht funktionieren ohne Erdöl wegen Plastik. Und wenn man sich das anschaut, dann sind wir ganz schön abhängig davon. Und wenn man sich dann ein bisschen mehr da befasst, dann kommt man in dieses Thema rein und schaut halt einfach auch, was für Abhängigkeiten entstehen. Und man sieht, dass ganze Staaten, ganze Konflikte auf diese Ressource zurückzuführen sind. Und es war damals so, dass wir gesagt haben, okay, wir müssen da irgendwas tun. Wir müssen irgendwas tun, um diese Abhängigkeit zu reduzieren. Und dann kommt man schnell eigentlich auf dieses Thema Mobilität, weil wir dafür einfach am allermeisten diese Ressource brauchen. Ja? Also wir verbrennen 60-70% unseres Erdöls nur für unsere Mobilität. Und wenn man dann anschaut, gibt es Alternativen? Ja, es gibt Alternativen. Es gibt die Elektromobilität. Schon damals, 2012, gab sie und wir haben uns damit befasst und gemerkt, okay, es gibt da einige Hürden aber noch. Und mit diesem Thema sind wir reingegangen und haben gesagt, okay, was können wir denn wirklich besser machen? Was können wir verändern? Und haben dann eben den Sion entwickelt und daraus dieses Konzept gemacht. Ja, weil wir eben gesagt haben, es muss sich was ändern. Auch unsere Mobilität muss sich grundlegend ändern. Wir sind sogar so weit gegangen und gesagt, reines Elektroauto ist auch nicht das Gelbe vom Ei. Es ist wesentlich effizienter als ein Verbrennungsmotor, aber es ist immer noch Individualverkehr. Also wenn wir ein Elektroauto herstellen, dann muss es auch richtig effizient genutzt sein, richtig effizient sein. Und haben uns deswegen auch auf die Fahne geschrieben oder schreiben uns auf die Fahne, eben Carsharing, Ridesharing und Mobilitätsdienstleistungen zu integrieren. Also maximal den Sion da eben zu nutzen. Und das Ganze ist einfach eine ziemlich einfache Rechnung. Wenn etwas so alltagtauglich und so einfach ist, für dich zum Beispiel, dann nutzt du es auch. Wenn es jetzt schwer und irgendwie kompliziert ist und du musst dreimal hier und dann die nächste App öffnen, dann die und dann kriegst du da einen Push-Up, dann machst du es nicht. Und deswegen haben wir uns als Ziel gesetzt, wenn wir solche Systeme integrieren, dann müssen sie so alltagstauglich wie möglich sein. Der Sion muss einfach ein praktisches Fahrzeug sein. Und da ist der ganze Schnickschnack, was man da immer wieder sieht und liest und hier und da, das glauben wir, ist eher erstmal zweitrangig. Wichtig ist es vor allen Dingen, Alltagstauglichkeit, simple to use, wirklich einfach und schön zu nutzen. Jo, und damit gehen wir jeden Tag ran, schauen uns auch immer an, was die Community letztendlich sagt. Ganz aktiv lesen wir uns deren Beiträge durch, die kommentieren immer wieder, schreiben Kommentare, ist unglaublich, rufen wir an. Und das lassen wir wirklich aktiv mit reinfließen. Also wir haben ja wirklich Entscheidungen schon mit der Community getroffen. Also wir haben sie zum Beispiel wählen lassen, in welcher Farbe der Sion auf die Straße kommen soll. Das ist in dem Fall jetzt schwarz. Wir haben über die Anhängerkupplung, über wie viele Sitze soll der Sion haben und. Also Ladeleistungen haben wir richtig schön viele Themen quasi abdecken lassen. Das macht nur Sinn. Das macht völlig Sinn, weil ich meine, letztendlich ist es das Fahrzeug nicht für uns, sondern es ist für alle da draußen, es ist für alle hier. Und wenn wir es für uns entwickeln würden, was gerade für uns gerade gut passt, dann würde es vielleicht schon im Norden Deutschland nicht mehr so gut passen. So. Deswegen haben wir gesagt, okay, alles zusammen, wenn mit der Community. Ach, das war 2012, glaube ich noch. Es war also wirklich so ein Telefonat, es war so ein Herbsttag und Jona hat mich damals angerufen gehabt
Und wir haben, sind ja Freunde seit der ersten Klasse und oder zweiten Klasse. Und da haben wir dann telefoniert, dann sind wir auf dieses Thema gekommen, Erdöl, und haben gesagt, okay, lass das machen. Und dann hat es noch ein bisschen gedauert, aber wir haben ja schon quasi wenige Wochen später angefangen, quasi das zu planen und. Und dann irgendwann haben wir wirklich Startschuss letztendlich in der Garage damals angefangen, haben das Ganze irgendwie dann schnell auf eine professionelle Ebene gestellt, haben das von einem reinen Bastelprojekt quasi mit weitaus größeren Visionen dann sind umgezogen, haben das Team vergrößert und. Und ja, seitdem dauert das eben jetzt nahe 5 Jahre, aber wirklich die Firma gegründet haben wir 2016, also vor knapp 2 Jahren. Und ist unglaublich zu sehen, was draus geworden ist, muss man ganz klar sagen. Wir haben echt ein unglaubliches Team hinter uns. Ist auch schon lange nicht mehr so, dass es so ein kleines Studentenprojekt ist, wie es vielleicht oft zum Anschein hat. Nein, es ist eben, mittlerweile sind hier Leute im Team, alt, jung, erfahren, Studenten, das ist ein Mix. Aber es ist vor allen Dingen ganz klar, dass alle hier die gleiche Vision haben und alle wollen quasi sie wirklich auf die Straße bringen. Und ich glaube, das ist das Wichtige. Ja, also wo haben wir Vorteile, wo haben wir Nachteile? Das kann man schwierig beurteilen. Das ist natürlich immer eine eigene persönliche Wahrnehmung. Aber was man sagen kann, wir sind einfach sehr schnell. Das kann man sagen. Also wir haben kurze Laufwege, sieht man ja hier schon im Büro. Und wir versuchen einfach immer so zu denken, wie ist es alltagstauglich und wie macht es Sinn. Wir haben keine Altlasten, das ist ein ganz, ganz großer Vorteil. Also wir haben jetzt nicht irgendwelche Werke, die ausgelastet werden müssen. Irgendwelche schon lange nicht mehr funktionierenden Systeme, die weiterhin getragen werden müssen, um bestimmte Wertschöpfungskette daran anknüpfen zu können. Sondern wir können einfach wirklich von weißem Blatt Papier anfangen. Und ich glaube, das ist schon einzigartig. Was wirklich Sono auch ausmacht, ist dieser Gedanke, dass alle dahinter stehen und nicht einige wenige, sondern die Community. Und man muss wirklich ehrlich sagen, ich glaube, wir wären heute nicht hier, wenn die Community nicht wäre. Also diese damalige Crowdfunding-Kampagne, dann die Crowd-Investing-Kampagne und, die haben uns so weit getragen, da muss man wirklich sagen, Hut ab. Es ist schön zu sehen, was man gemeinschaftlich schaffen kann. Und ich glaube, das sollten wir auch weiterhin so machen. Also daran werden wir auch festhalten. Wir werden weiterhin zusammen mit der Community eben Sachen entwickeln, Ideen und Strategien entwickeln und auch weiterhin eventuell Finanzierungsrunden starten. Momentan läuft ja noch die Crowd-Investing-Kampagne auf der Plattform Vivin, wo der Grundgedanke ist einfach, hey, wir können alle hier Teil sein. Es ist nicht nur irgendwie ein paar Leute, sondern es können alle, jeder kann hier irgendwie ein bisschen Geld reinstecken und dann Teil davon sein. Und das ist dieser Grundgedanke, den wir da versuchen weiterzutragen, auch in die Finanzierung, weil das muss man ganz klar sagen, auch im Finanzierungssektor muss sich ein Wandel vollziehen und wir versuchen den eben damit anzustoßen. Ja, also ich meine, wir wirtschaften nur mit nachhaltigen Banken und versuchen da auch ganzheitlich zu denken, aber konkret ist es halt so, dass wir in der Finanzierung von Sono versuchen auch da irgendwie neue Wege zu gehen.